So, nun kommen wir zum letzten Teil der Trilogie Unboxing. Was wird wohl drinne sein? Von außen sieht man schon, es ist ein relativ großes Paket. Die Abmessungen des Gerätes sind 62,5 mal 42 cm mal 42 cm, wird betrieben an 220 Volt, 60 Hertz. Und es kommt aus China. Ich werde jetzt mit euch gemeinsam den Karton öffnen, um zu sehen, was wir denn hier drin haben. Drehen wir mal das Paket rum. Ich hoffe, das Paket lässt meinen Fuß wieder frei. Und nehmen wir mal das Messer. Wie immer mein schönes, scharfes Victorinox-Messer. Auf dieses Messer ist immer Verlass. Ich muss jetzt nur parallel gucken, dass ich hier sauber aufschneiden kann. Dass ich sauber reinkomme. Mit einer Hand filmen, mit der anderen schneiden. Ab und zu bin ich denn doch nicht so multitaskingfähig, wie ich immer gern behaupte. So. Und nun sind wir doch mal gespannt. Aha. Wie man sieht man einen großen Deckel. Was könnte es sein? Könnte es ein Gerät sein zum Warmhalten von Speisen? Ich weiß es gar nicht. Ja, dann nehmen wir mal den Schutz weg oder beide. Dann haben wir einen relativ dünnen Edelstahldeckel, geschätzt aus, ja. Maximal 1 mm VA-Blech, also nicht unbedingt sehr stabil, aber ich vermute, er wird seine Funktion machen. Könnte es vielleicht eine Fritteuse sein? Nein, ich glaube nicht. Da muss ich doch mal weiterschauen. Ein Stromkabel haben wir dabei, was ja anzunehmen war, denn das Gerät kann elektrisch betrieben werden. Hier haben wir einen Korb. Und eine Beschreibung. Und was haben wir auf dieser Beschreibung drauf? Es handelt sich um eine Ultraschallreinigungsmaschine. Ja, ich sehe schon, die Chinesen mögen es gerne ausführlich, deswegen auch Reinigungsmaschine. Wir sagen doch kurz Ultraschallreiniger. Um es genau zu sagen, es ist ein 30-Liter-Modell von einem chinesischen Hersteller. Ich habe es einfach mal gekauft, darum auch das Tikopur, weil ich bin auf diversen Kanälen darauf gestoßen, man kann ein günstiges Gerät kaufen, wenn man einen entsprechend guten Reiniger hat. So, ich hole das Gerät mal raus. Hole euch gleich wieder mit dazu und werde noch ein paar Daten zum Gerät nennen. So, da ist das Gerät auch schon ausgepackt. Für mich ging es etwas länger als wie für euch. Was haben wir dabei? Wir haben ein digitales Ultraschallreinigungsgerät mit einer Temperaturanzeige, wo man auch die Temperaturvorgabe einstellen kann. Ich bin sehr gespannt. Wir werden heißes Wasser einfüllen, direkt aus einem Wasserkocher, inwiefern das Gerät weiter aufheizen kann und wie es die Temperatur hält. Hier drüben kann man die Dauer einstellen, wie lange läuft das Gerät, wie lange soll es laufen. Wir erinnern uns, der Tikopur-Reiniger soll ca. 10 Minuten drinne bleiben, maximal 15 Minuten, da sonst der Reiniger nicht mehr wirkt. Ich bin sehr gespannt.
Ich werde zusammen mit meinem Schwager, er ist leidenschaftlicher Automechaniker, sein Kanal heißt Raphael Stich, dieses Gerät probieren mit diversen Autoteilen, deswegen auch ein 30-Liter-Gerät. Ich werde euch die Abmessungen des Korbes und des Gerätes, des Beckens gleich mitteilen. Ich hoffe, das hilft euch. Wie gesagt, es ist ein 30-Liter-Gerät. Den Kanal von meinem Schwager verlinke ich oben. Ich kann nur so viel sagen, wir werden an meinem Fahrzeug, am VW Bora, nochmals die Ansaugbrücke demontieren, die Einspritzdüsen reinigen, im Ultraschallbad ebenso die Ansaugbrücke bzw. die Ansaugklappeneinheit werden wir reinigen. Und wir müssen uns mal die Drosselklappe ansehen. Da ist halt Elektronik verbaut, inwiefern wir sie auch mit reinlegen. Lasst euch überraschen. Deswegen abonniert den Kanal meines Schwagers. Hier werdet ihr zum 1.6 FSI Videos sehen. Wie demontiert man die Ansaugeinheit? Wie demontiert man die Drosselklappe? Wie demontiert man die Einspritzdüsen? Wir haben neue Dichtungen vorbereitend gekauft für die Einspritzdüsen. Die restlichen Dichtungen hatten wir schon im Vorgang gewechselt bei der Instandsetzung der Ansaugklappe, wo diese Unterdruckdose nicht sauber funktioniert hat. Aber mehr dazu auf dem Kanal meines Schwagers. Ich selber werde vermutlich die Reinigung der Einspritzdüsen mit diesem Ultraschall-Cleaner einstellen, weil das ist doch ein sehr interessantes Thema. Auch ein Vorher-Nachher. Resümee von mir, hat es etwas gebracht oder nicht? Oder sollte man lieber knapp 400 € in neue Einspritzdüsen investieren, statt in so ein Gerät? Wir haben das Gerät bewusst größer gekauft, eben da wir uns weitere Anwendungsfälle erhoffen, gerade im Zusammenhang mit der Werkstatt von meinem Schwager. Aber nun weiter zum Gerät. Was haben wir dabei? Es ist, wie gesagt, ein digitales Gerät, ein 30-Liter-Gerät. Ja, vom Gewicht her schätzungsweise um die 15 Kilo, 15 bis 20 Kilo gesamt. Es macht erstmal für mich einen Eindruck wie ein Warmhaltegerät für Lebensmittel. Also so kenne ich die Geräte. Ja. Dabei haben wir das Gerät selber mit Deckel, eine deutsche Gebrauchsanweisung. Eine englische Gebrauchsanweisung, das Stromkabel. Ich lege das mal ganz kurz beiseite, dass wir weiter schauen können, was dabei ist. Der Deckel, wie gesagt, aus relativ dünnem Edelstahlblech. Darin ein Korb. In diversen Videos hatte ich mal gesehen. Es ist nicht oder es soll nicht so gut sein, wenn er direkt auf dem Boden steht. Wir werden sehen, wir werden uns rantesten, eventuell den Korb oben einhängen. Also bedeutet, ich habe mir den Zollstock jetzt, dass man hier eine Vorrichtung hat, dass der Korb jeweils hier außen ist und entkoppelt ist vom Boden. Dann sollte die Reinigungsleistung besser sein. Wir werden sehen. Der Korb, wie man sieht, ist etwas kleiner als wie das eigentliche Becken, was ja schade ist, weil so verschenkt man Platz. Die Tiefe vom Korb ist, ich zeige es euch gerne, circa 13 cm. Die Breite vom Korb ist circa, ich hole den Korb mal am besten dazu etwas hoch. So, die Breite vom Korb ist circa 24 Zentimeter und die Länge vom Korb ist circa 44 Zentimeter. Genau. So. Der Korb macht auf mich einen stabilen Eindruck. Ja. Also man sieht schon, man hat es eigentlich versucht zu entkoppeln durch diese Gummifüßchen unten dran. Wir sind gespannt. Das ist das eigentliche Becken. Es ist gut gearbeitet. Wie man hier eventuell erkennen kann, ist es hier abgedichtet ringsrum. So, das Becken selber hat
eine Tiefe von 20 cm, eine Breite von ca. 28,5 cm und eine Länge von ca. 48,5 cm. Jetzt kann sich dadurch jeder den Inhalt ausrechnen. Ich gucke mal, ob ich ein Typenschild finde am Gerät selber. Hier ist der Wasserablaufhahn, wie man sieht. Ich hebe mal das Gerät hoch und gucke mal, ob ich irgendwo ein Typenschild entdecken kann. Nein, kann ich selber nicht. So sieht das Gerät von unten aus, auf vier Gummifüßen. Man kann es öffnen oder könnte, wenn man es denn möchte. Ja, ich glaube, das ist ein, wie man es überall bei eBay sieht oder selbst auch bei Amazon, dieses klassische chinesische Ultraschallreinigungsgerät. Also, lassen wir uns überraschen. Ich bin sehr gespannt auf die Reinigungsergebnisse mit diesem Gerät. Geht das Gerät zurück? Fragezeichen. Behalten wir es für weitere Arbeiten? Das wird sich zeigen. Es ist geplant, jetzt wie gesagt, demnächst mein Fahrzeug, den VW Bora 1.6 FSI. Ich werde ihn euch oben verlinken mit den Problemen, wo er hat. Hiermit mal versuchen, die Einspritzdüsen und die Ansaugeinheit zu reinigen, um zu sehen, bringt es etwas? Bringt das Gerät etwas? Grundsätzlich, ja, bin ich immer offen für etwas Neues, weil ein vergleichbares Gerät von einem namhaften Hersteller kostet ein Vielfaches. Ich verlinke euch das Gerät in der Beschreibung, da könnt ihr es euch gerne ansehen. Und in diesem Fall muss ich sagen, oder sage ich, lassen wir uns gemeinsam überraschen, was es bringt. Das Gute ist, das Gerät gibt es auch in kleineren Ausführungen. Eventuell ist es dann auch etwas für euch, weil die Technik wird die gleiche sein. Der Unterschied ist halt die Größe des Beckens bzw. der Korb. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie eure Erfahrungen sind mit solchen Geräten und kann man auch Teile direkt auf den Boden legen? Fragezeichen. Klar, wir haben jetzt hier unten dieses Ablaufloch, aber dieses könnte man ja rein theoretisch praktisch verschließen, dass nichts reinfällt während des Reinigungsvorganges, Kleinteile. Oder man nimmt ein T-Sieb, dass nichts reinfällt. Wäre mal so eine spontane Idee. Aber lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare, wie eure Erfahrungen sind oder ob ihr auch überlegt, euch so ein günstiges Ultraschallgerät zu kaufen. Ja, und die Erfahrung zusammen mit den beiden Tikupur-Reinigern, Tikupur TR3 und TR13, werdet ihr dann später sehen. Vergesst nicht, den Kanal von mir zu abonnieren, einen Daumen nach oben dazulassen, wenn euch das Video gefallen hat. Ebenso schaut gerne mal auf dem Kanal von meinem Schwager vorbei, dem Raphael Stich, um weiteres über dieses Gerät zu erfahren. Bis demnächst, euer Mario. Da bin ich noch mal kurz. Siehe da, auf der Rückseite habe ich doch tatsächlich das Typenschild hinter dem Einschalter gefunden. Und zwar ist es, das U hat man eingespart vorne, auch sehr lustig. Der Ultrasonic Cleaner oder die Ultrasonic Cleaner Maschine Modell PS-100A. Mit einer Tankgröße von 488x288x200. 800 Watt Heizleistung. Ultraschallpower oder Ultraschallleistung sind 600 Watt. Die Frequenz 40 kHz. Der Timer geht von 0 bis 30 Minuten. Die Kapazität voll 30 Liter. Hergestellt schon im Juni 21, so wie es aussieht, und kommt aus China. Hier unten drunter ist der Einschalter und die Sicherung. So. Aber das soll es gewesen sein. Bis dann, euer Mario.